Moin. Jeder kennt das Thema. Der Igel. Wie man sehen kann, der Igel, ja, der hat seine Begründung. Ansaugluft vorzuwärmen, wenn der Motor kalt ist. Aber der Igel, der wird wahrscheinlich auch das Luftgemisch ein wenig verwirbeln und so weiter und so fort. Jedoch ist der Igel eine Behinderung für unseren Luftstrom. Und das werden wir mal versuchen zu ändern. Man kann den Igel natürlich oben abrasieren und so weiter. Mal 6,5 mm mehr. Okay, das Material lässt sich echt scheiße bearbeiten. Ich weiß nicht, was das für ein uralter Aluminiumklotz ist. Da hat einer drauf rumgedengelt, wie bescheuert. Oder? Da ist irgendwas drin. Jedenfalls ist das kein tolles Material. Na, vergiss es. Okay, ich würde sagen, tun wir den wichtigen Igel halt doch vernichten. Gibt ja noch ein paar auf der Welt. Egal. Ist hier außen. Ah ja. Die sind hier außen verpresst. Mal sehen, ob ich so einen Durchschlag wegkriege. Okay. Oh krass. Oh krass. Wer hätte gedacht, dass das so da drin aussieht? Ich habe gedacht, hier eine Heizspirale, die da eingeklebt ist. Krass. Also könnte man das Ding auch reparieren. Sehr schön, ist auch gerade viel leichter. Ich denke mal, ich werde das erstmal hier abdrehen, weil. Ansonsten kriege ich es von der anderen Seite gar nicht gespannt, um das ein bisschen schön zu machen. Wundergeil. Nice. Steht aber überall noch ein wenig über. Jo. Ich glaube, da kann noch mal ein 2/10 sogar runter. Ah, glatt genug. Sehr schön, wenig Übergang. Als nächstes werde ich wohl, wie man hier sehen kann, noch ein bisschen näher den Ansaugkanal bisschen nacharbeiten. Am Zylinderkopf ist der relativ bündig, nur hier leider nicht. Ein bisschen schäbig, ne? Und das werde ich wahrscheinlich auch dann wieder diesmal wahrscheinlich zuschweißen und nicht mehr mit dem Gewinde schneiden und Scheißdreck und Undichtkeit. Gerade noch gemerkt, der Innendurchmesser ist gar nicht 45, wie ich das gern hätte. Der ist 43,2. Also reiße ich mir jetzt schon mal grob was an, weil gebohrt kriege ich das nicht.
Wenn man sehen kann, das würde auch mit dem Originalflansch dann noch passen. 45 hier ist das quasi hier das Innenmaß, ein bisschen Spiel. Ja, 50. So ungefähr. So, das sieht genial gut aus, ne? Das passt schon. Hier fehlt noch einiges. Und da ist recht. Also nach unten quasi, das ist ja unten, das ist oben. Nach unten ist die Dichtung super, auch wenn man die so ein bisschen hier. Ja, die würde wahrscheinlich nach unten fallen. Kann ich oben auch noch ein bisschen rausnehmen. Ja. Ah, okay. So, bräuchte natürlich jetzt irgendwas Geiles, Langes hier, und mir da reinkäme zum Schleifen. So, und der Rest. Ganz schon viel alles abgefallen. Perfekt. Alles andere im nächsten Teil.